So, liebe Leute, wir machen nochmal bei der Begrünung des neuen Skunkgeheges weiter und mit Stein wollen wir ja heute auch noch ein bisschen was machen. Und deswegen würde ich einfach mal sagen, wir gehen oben zu dieser Freifläche, wo ich das letzte Mal ein bisschen Platz gelassen habe. Und wir schauen mal, ob wir noch einen weiteren Unterschlupf aus irgendwelchen schönen Steinen zusammentüddeln können. Also, einmal hier auf die Natur. Genau, da wollen wir hin. Wir machen jetzt nochmal... Ach nee, Kontinent und Biome nicht an, das brauchen wir nicht. Wir brauchen einfach nur graue Steine. Das wird schon ausreichen. Jetzt gucken wir mal, was wir da finden. Das war ja so ein Ding mit diesen Savannensteinen das letzte Mal. Das hat nicht so richtig hingehauen, die zu finden. Wahrscheinlich, weil sie auch irgendwie nicht mehr dabei sind. Tigerfelsen, Tropenfelsen, dann sind wir wieder bei der Tiger, würde ich sagen. Fangen wir einfach mal an. Es soll so einfach eine kleine Höhle werden. Da braucht man nicht allzu riesige Steine für. Und da sind wir mit dem hier genau falsch. Ich würde jetzt sagen, wir gucken mal, dass wir... Ja, das ist doch schon mal gut. Hiermit irgendwie beginnen. Und... Ja, vielleicht genau. Wir machen das mal so ein bisschen kreisförmig hier. Wir sollten aber mal gucken, ob wir es vielleicht noch ein bisschen dann weiter aus der Erde rausziehen. So. So ein bisschen ovaler, würde ich sagen. Ja, und ihr seht, hier geht es nochmal berghoch. Da müssen wir dann gleich nochmal genauer schauen, wie wir das machen. Den habe ich hier komplett gedreht, den Stein, gell? Ach, egal, Hauptsache... Es grenzt so ein bisschen aneinander an. So. Okay. Wir markieren das mal komplett. Gehen damit mal einen Stockwerk nach oben. Das ist natürlich die Frage, wie viel Platz wir da brauchen. Wir könnten jetzt natürlich mal gucken, ob wir das insgesamt mal ein bisschen aufdoppeln. So, und dann würde ich vorne gerne noch so eine bisschen eine Art Tür andeuten. Oder Tor, besser gesagt. Was haben wir denn da Schönes? Was ist denn hier brauchbar? Ja, guck mal hier. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. So. Und hier machen wir das auch mal auf der Seite. Jetzt gucken wir mal, ob wir einen Deckel da drauf bekommen. Hier diese wuchtige Platte, die ist da immer ganz gut. Passt ja auch direkt hier. Ja, das ist schon mehr als groß genug wieder, ne? Ich sehe es schon. Die ist tatsächlich zu wuchtig. Das erschlägt alles. Und ich denke auch, die obere Reihe ist auch zu hoch. Wenn ich jetzt gerade diesen Skunk sehe, wie er hier vorbeigelaufen ist, ne? Ist das einfach ein bisschen zu viel. Wir checken dann nochmal. Und jetzt ist es mir langsam zu blöd. So machen wir das. Also wir filtern nach den Tigerfelsen und gucken mal, ob hier mit diesen Platten irgendwas geht. Jawohl. Prinzipiell sieht das schon mal möglich aus. Aber die Frage ist, passen da alle rein? Wo sind die Biber? Für die Biber wird das wahrscheinlich zu eng. Für die Biber ist es zu eng, aber vielleicht auch nur wegen diesen Steinen. Nehmen die jetzt mal kurz weg. Wir checken mal, oder mal zumindest einen, ne? Wir checken mal, ob das dann geht für die Biber. Dann würden sie reinkommen. Also, das ist doch schon mal die gute Nachricht. Die Höhe ist also nicht das Problem. Dann gehen wir nochmal aus der Heatmap raus. Und öffnen das Ganze ein wenig mehr für die Biber. So. Dann sieht es auch insgesamt einfach besser aus, ne? Und noch ein bisschen drehen.
So, liebe Biber, wir fragen euch nochmal. Hier haben wir passierbaren Bereich bis hinten, das ist schön. Haben wir auch Rückzugsort? Ja, jetzt müssen wir wieder den Biber anklicken. Oder? Nö. Die sind da hinten zu Hause, das passt. Also Biber wollen hier als Rückzugsort nicht einziehen. Was ist mit euch? Ach, die sind jetzt da unten. Das ist ja auch alles Bibergetier. Wo haben wir denn mal was anderes? Hier. Skunk. Ihr möchtet nicht? Ihr möchtet das alle nicht als Rückzugsort haben? Warum ist euch das zu klein? Müsst doch eigentlich gehen. Und ihr? Wisst ihr was? Dann lasst mich doch einfach in Ruhe. Dann ist es halt einfach ein schönes kleines Bauelement hier. Das nur ein bisschen... Autsch, was ist denn da los? Das einfach nur ein bisschen Optik macht. Wer, wo, wie, was? Ja, nur weiter rauszoomen, wenn ich draufklicke, brauchen wir auch nicht. Was ist mit dir ausgewachsen? Du hängst irgendwo fest. Ungültiger Zielort. Wo bist du denn? Wo bist du? Ja, Konda, wir müssen mal schauen. Gehege 5. Ungültiger Zielort. Versand geplant. Hier hinten ist sie. Und da? Irgendwo hat sie festgeklemmt. Nutzbare Kletterflächen 0. Was ist dein Problem? Wie schaut es bei den anderen aus? Moment. Warum sind die Kletterflächen nicht nutzbar? Was ist denn hier kaputt? Das ist mir jetzt vollkommen unklar. Die gehen da jetzt irgendwie nicht ran. Also, das ist jetzt etwas, das will ich heute nicht untersuchen. Das gucke ich mir mal im Off an. Ich habe so das Gefühl, dass wir hier irgendein strukturelles Problem haben. Oder aber, was wir jetzt machen können, ist, guck mal hier, wie viele Tiere das sind. Vielleicht haben wir da auch noch ein Thema. Die sind ja jetzt alle erwachsen. Ja, jetzt sterben auch noch ein paar. Wir nehmen mal die Bronzetiere raus. So. Dann schauen wir noch einmal, ob sich irgendwas hier an der Situation ändert. Nee, Kletterflächen. Keine Kletterflächen. Das ist jetzt ein Problem, aber kein zu heute, denn ich will eigentlich hier in der Ecke weitermachen. Das ist mir viel wichtiger. Also, wir haben jetzt dieses Ding hier gebaut. Da würde ich jetzt gerne noch... Ja, aber deswegen sind die Aktivisten da, ne? Also, ich hänge noch in meinen Gedanken fest, aber wir legen hier noch einen Schlafplatz rein. Das machen wir jetzt schnell und dann können wir nochmal gucken, ob wir noch irgendwas machen können für unsere Waschbären. So, hier gehen wir ein Stückchen runter. Jawohl, dann wird es einmal begradigt, dann reicht es auch. Jetzt machen wir einen hier hin, einen weiteren dahin. Und entweder will hier jemand pennen oder hier will niemand pennen. Dann ist mir das auch egal, dann sieht es halt zumindest ein bisschen schöner aus. So, dann haben wir noch... Ah, vielleicht können wir mit diesen noch arbeiten hier oder mit diesen Moosgeschichten. Mal gucken. Muss man auch richtig schreiben, damit es was wird.
Diese dynamischen Moosfelsen vielleicht. Sind die ein bisschen besser geeignet? Wir machen die Platte mal weg hier. Und probieren es damit nochmal. Ja, aber nur, wenn wir den nur allein da drauflegen, dann sieht das nichts aus. Dann bleiben wir dabei. Hätten wir vielleicht insgesamt ein bisschen anders gestalten können. Nochmal überlegen, ob da noch irgendwas gerade Sinn macht. Können wir natürlich noch ein bisschen was an die Seite legen, was so ein bisschen hier dieses Farbkonzept mit dem Braun und dem Grün unterstreicht. Machen wir den mal weg, legen den hier nochmal da, so an die Seite. Dann kommt da einfach jetzt noch ein bisschen mehr farbliche Action rein in die Geschichte. So, jetzt haben wir da eine kleine Lücke gebaut. Die machen wir noch dicht. Wir filtern das nochmal nach dynamisch. So. So machen wir das. Dann können die Tierchen auch da oben drauf klettern, hoffentlich. Und das noch ein bisschen hier kippen. Noch ein bisschen runterfahren. Dann wird das schon gehen. Checken wir einfach mal, ob irgendjemand hier willens ist, da hochzuklettern. Was ist mit dir? Würde gehen. Skunk kann es auch. Präriehund. Ach, wo seid ihr denn schon wieder? Ist hier jemand? Hallo? Hier wird einfach nur faul gelegen. Naja, gut. Also, mehr oder weniger können sie da alle hoch. Das passt schon mal ganz gut. Dann könnten wir mal gucken, ob wir da oben noch ein Spielzeug vielleicht arrangieren. Oder hier. Nee, das ist doch schön. Das können wir einfach mal da lassen, wo es ist. Wir gehen nochmal hier auf Lebensqualität, auf Spielzeug. Wir suchen uns nochmal den Skunk raus. Und sehen da, guck mal, einen Sprinkler haben wir noch nicht. Den machen wir überhaupt nicht hier oben hin, weil es nicht funktioniert. Das ist schon wieder sehr schade. Dann suchen wir doch mal nach dem Biber. Was haben wir da noch Schönes? Biberbecken. Ach herrje. Schau mal einer an. Warum eigentlich nicht, oder? Passt doch eigentlich wunderbar hier oben hin. Ich nehme das zurück. Probiere mich nicht darüber zu ärgern. Stelle fest, dass es nirgendwo hier in diesem Gehege hinpassen wird. Das finde ich einfach nur blöd. Muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich richtig doof, sowas. Können wir es hier draußen irgendwo zur Deko hinstellen? Nee, das geht auch nicht. Es will schon im Gehege sein. So, was haben wir denn hier noch für Optionen? Nee, tut mir leid, es gibt kein Biberbecken. Nicht in diesem Gehege, nicht in diesem Zoo. Dann müssen wir nochmal gucken. Biber ist es nicht, Skunk ist es nicht. Dann schauen wir nochmal nach den Präriehunden, ob wir für die noch was haben.
Ja, aber wie gesagt, Sprinkler, der will ja hier oben nicht drauf. Ist blockiert. Blasenerzeuger ist es auch nicht. Ein kleiner Tunnel. Oh. Ist auch blockiert. Das ist jetzt irgendwie schade. Ich weiß nicht, ob das vielleicht an meinen Einstellungen liegt, dass ich irgendwelche Game-Settings drin habe, die das gerade verhindern. Könnte ich nochmal prüfen im Off. Dann lassen wir das jetzt erstmal so und gucken ein bisschen weiter nach der Natur. Suchen uns nochmal einen Skunk raus. So, aktivieren hier alles. Gehen aber nochmal auf die Steine. Da können wir jetzt noch mit ein paar anderen Felsen noch so ein paar kleine Deko-Sachen einbauen. Hier vielleicht einfach so eine kleine Steinstufe mal rein. Das bietet sich hier gerade optisch an. Ja, muss aber ein bisschen gedreht werden. Was haben wir denn noch Schönes? Einfach mal so ein bisschen Stein noch verstecken im Gelände. Wie das ein bisschen belebter alles ausschaut. Ja, wir lassen ihn so ein bisschen nach vorne überhängen, oder? Machen wir das mal so, jawohl. Dann... nehmen wir uns den nochmal. Machen hier vielleicht so eine kleine Stufe rein. Einfach so ein bisschen Landschaftsdesign mal mit diesen Steinen hier machen. Jawohl, sowas genau in der Art. Oh, wir müssen noch den Damm bauen. Der ist ja auch noch ausstehend. Aber erstmal probiere ich noch ein bisschen die Kreativität mit den Steinen zu finden. Ach, guck mal hier, geht doch, ne? So schlimm ist es doch gar nicht. Wird doch genommen. Okay, das ist ja schon mal eine gute Nachricht. Dann könnten wir ja da einfach noch mal ein bisschen mehr machen. Wenn die schon gerne da oben drauf rumlaufen, warum dann nicht? Dann machen wir eine kleine Rampe draus. So. Ob das klappt, weiß ich nicht ganz. Das werden wir nochmal anschauen müssen. Aber jetzt legen wir hier nochmal so einen kleinen Steg hin zwischen den beiden Teilen. Vielleicht nehmen sie das doch auch an. Ja, ist begehbar von zwei Seiten. Das ist doch schon mal schön. Und da können wir jetzt noch ein bisschen erweitern. Oder aber wir... Ja, passt mal auf. Mhm. Da habt ihr Glück. Nee, habt ihr nicht. Ja, die müssen ja... Ach! Kommt schon wieder Altersschwäche? Hier muss jemand doch an prominente Stelle, oder? Einmal hier. Und was haben wir da noch? Was ist das denn Hässliches? Eine Pappmaché-Skulptur. Das ist aber wunderschön.
Nun, an Oberfläche ausrichten, das funktioniert so nicht direkt. Dann machen wir das mal hier hin. Stellen das Ding jetzt mal auf. Müssen wir noch ein bisschen kippen. So. Jawohl. Und dann machen wir hier so eine kleine Karawane hin. Oh, jetzt geht's aber los hier. Er gibt alles, ihr hört's, ne? Mitarbeiter des Monats hier. So. Da sehen die Leute mal, worum es hier geht in dem Gehege. Das ist doch schon mal schön. Wir machen nochmal bei der Natur weiter. Gucken jetzt nochmal nach ein bisschen Grünzeug. Ich würde nämlich gerne hier oben noch ein bisschen einrahmen. Da hatten wir doch das letzte Mal die Brennnessel. Können wir jetzt hier auch wieder nehmen. So. Hier auf der Seite haben wir die Moosfelsen. Hier machen wir das noch ein bisschen hübscher. Jawohl. Oh, jetzt geht's aber los hier. Haben wir es noch verhindert? Ja, haben wir noch. Also, ich würde sagen, beim nächsten Mal müssen wir ein bisschen nach den Tieren mal gucken. Ein bisschen, ja, Tierbestandsmanagement machen, ne? So funktioniert das jetzt hier nicht mehr. Kann ich jetzt hier oben noch was draufsetzen? Wir probieren es noch einmal aus. Hier ist nicht blockiert. Hier schon. Okay. Also wunderbar, da geht noch ein bisschen Spielzeug. Warum es also hier blockiert ist, weiß ich nicht. Mit meinen Game-Settings hat es dann wohl doch nichts zu tun. Ich habe es verstanden. Da, das ist der Grund. Deswegen geht es nicht. Alles klar. Haben wir. So, noch ein bisschen Natur. Gehen jetzt nochmal mit der Gießkanne drüber, machen noch ein paar schöne Azaleen hin. Die finde ich ja auch immer ganz toll. So. Ja, machen wir das einfach hier ein bisschen thematisch hübsch, oder? Da noch. Hier darf auch noch ein Farbklecks rein, aber das wäre nicht die Azalee an der Stelle, sondern... Auch nicht die Sonnenblume, nein. Das Herbstlaub. Wir müssen ja hier ein bisschen Twilight-Stimmung reinkriegen, aber ich würde sagen, nee, das Herbstlaub machen wir beim nächsten Mal. Twilight-Stimmung ist nicht heute das Thema. Das gucken wir uns nochmal in Ruhe an. So, hier lassen wir ein bisschen was im Boden versinken, aber das Häkchen muss mal weg. So. Jawohl, machen wir ein bisschen kleiner als gedacht, aber farblich passt es ganz gut hier hin. Und hier ist auch noch alles irgendwie langweilig, oder? Können wir hier mit ein paar Flechten arbeiten, oder was mit Mädchenauge? Machen wir nochmal eine kleine Wiese hier hin. Wäre ja auch noch eine feine Sache. Also hier. Verteile ich jetzt einfach mal alles ganz grob. Das wird jetzt aber hier eine sehr dichte Blumenwiese werden. Mädchenauge. In ein paar Größen. Oh. Nun. Hier wird niemand sehr alt in dem Zoo, kann das sein? Also, Mädchenauge. Mädchenauge hatten wir. Wo wollen wir jetzt hin? Kornblumen, jawoll. Machen wir erstmal ein paar große Flächen hier mit Kornblumen. So, verbinden das schon mal alles ein bisschen, was wir hier haben. So.
So, was haben wir denn noch? Der Hahnenfuß. So, den nehmen wir auch nochmal in groß, aber der ist jetzt leider auch gelb. Ich meine, da wäre doch irgendwas Rotes dabei gewesen, aber wahrscheinlich nicht unter Amerika oder nicht unter diesen Biomen. Insofern leben wir mit dem, was wir hier haben. Leider, ja, das Rot hätte ich gerne noch gehabt, aber man kann ja nicht alles kriegen. So, dann nehmen wir doch noch ein paar Kornblumen. Nochmal checken. Nee, das war's. Wilder Wein. Der ist gut für die Twilight-Stimmung. Also, dann nehmen wir noch die Kornblume. Was soll's. So, hier in der mittleren Ausdehnung. So, dann haben wir hier eine schöne Wiese. Die jetzt so nach hier vorne ein bisschen ausläuft. Die Bäume, die integrieren wir hier noch so ein klein wenig. Nochmal mit dem Mädchenauge. Okay, und jetzt würde ich sagen, reicht das hier auch. Jawohl. Also hinten jetzt eine schöne Wiese, eine schöne Satte. Das ist richtig toll. Hier könnten wir nochmal nach der Rentierflechte schauen. Und mit der noch ein bisschen was machen. Hier nochmal als kleinen, ja, Anschluss hier ein bisschen an diese steinige Ecke. Ah, dann nehmen wir nochmal die kleinere Variante. Die ist nicht kleiner, die ist ein bisschen dichter. Das ist aber jetzt auch nicht schlimm. Hier, die suchte ich. Ja, da stolzieren sie jetzt so ein bisschen durch. Die ist ja doch ein bisschen höher von der Wuchsgröße. Aber dann können sich die Tiere da drin auch so ein bisschen verstecken, ne? Machen wir aber ein kleines Stückchen tiefer, ne? So, also wird das doch insgesamt hier hinten auch mal ein bisschen aufgefüllter. Würde jetzt gerne noch so eine Art Weg andeuten. Und zwar nehmen wir tatsächlich eher ein Gelände, jawohl. Und machen hier mit Sand so ein bisschen was Schönes hin. Und zwar geht es hier los. Gehen wir mal so auf 70% und gehen hier einfach mal runter. Wenn Sand jetzt nicht so das richtige Material ist und die Tiere gleich motzen, dann machen wir noch ein bisschen was mit Erde. Einmal hier rüber. Einmal darüber. Hier geht kein Weg hin, nein. Und einen führen wir einfach mal hier hoch. So, an diese Höhle ran. Hier machen wir dann ein bisschen mehr Grün hin. Hier setzen wir es auch noch ein bisschen mehr ab. So. Jawohl. So, dann gucken wir mal, wie die Tiere das finden. Wo haben wir denn hier mal einen Skunk? Du bist zwar keiner, aber das ist mir jetzt vollkommen egal. Du findest das alles super. Präriehund ist einverstanden. Oh, guck mal hier oben jetzt. Es geht jetzt richtig ab. Biber. Kann auch mitleben. Mit Sand haben die alle kein Problem.
Und wo haben wir denn noch einen Skunk? Hallo? Da. Aber dich kriege ich hier nicht, ne? Da bin ich jetzt selbst dran schuld. Muss erst rauskommen aus dem Gestrüpp. Ja, alles super. Also, da geht doch was. Gut, hier oben ist jetzt leider voll geworden. Damit habe ich nicht gerechnet. Hier ist mal so gar nichts los. Dann haben wir noch eine Aufgabe, Leute. Also, fertig sind wir hier noch lange nicht. Wir müssen hier diesen ganzen Bereich noch schön machen. Ach so, kleine Info. Ich habe den ganzen Weg hier schon mal umgebaut. Das ist das Einzige, was ich im Off gemacht habe. Ich würde sagen, wir kümmern uns beim nächsten Mal noch um diese Ecke hier. Machen hier floral noch einiges klar oder mit Steinen. Dann bin ich noch auf eure Ideen gespannt, was wir hier noch machen können. Grundsätzlich ist da immer noch ein bisschen Luft nach oben. Ja, und dann geht es irgendwann auch nochmal hier weiter. Hier müssen noch Bäume hin. Hier brauchen wir bei der Schlurk auch noch unser Burgtor zumindest mal. Und dann natürlich auch weiteres Grün drumherum. Der Zoo soll eine richtig schöne Oase werden. Und dann können wir auch gucken, wenn wir beim nächsten Mal hinkommen. Das machen wir natürlich nicht beim nächsten Mal hier oben, ne? Beim nächsten Mal auf jeden Fall weiter grün hier in dem Bereich. Und wir gucken mal, dass wir einen Twilight-Style hinbekommen. Kürbisse, rotes Laub, Weinlaub, Herbstlaub, wie auch immer wir das noch hinkriegen. Spinnennetze, wo immer es geht. Beleuchtungskonzept fehlt ja hier auch noch. Das würde ich aber wahrscheinlich einfach hier klauen und rüber kopieren. Könnte sein, dass ich das vielleicht im Off mache. Das werden wir sehen. Jetzt auf jeden Fall schon mal besser als davor. Fertig noch lange nicht. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Matze.